Mann, irgendwie ist das Nuke LP doch langweilig geworden. Er macht nur noch FIFA 16 Videos und wenn das so weitergeht, muss ich ihn wahrscheinlich deabonnieren. So denken mittlerweile wahrscheinlich einige von euch und ich bin im Moment mit der aktuellen Situation, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht so ganz zufrieden. Wir haben wirklich als einziges Projekt FIFA 16 im Moment und FIFA 16 kommt halt nur ein- bis zweimal die Woche, je nachdem, wie viele Spiele wir in der Realität haben. Und so kann es einfach nicht weitergehen und genau darum geht es im heutigen Infovideo. Es geht nämlich um ja, die aktuelle Lage, um kommende Projekte, um abgeschlossene Projekte. Also so, ja, um das, was im Moment los ist und das, was kommen wird. Also viel Spaß beim Zusehen. Ja, fangen wir doch mal an. Das Assassin's Creed Let's Play, das ging ja jetzt wirklich ziemlich lang. Von Ende Oktober bis, ja, Mitte Januar war das, glaube ich. Vor zwei Wochen kam die letzte Folge so um den Dreh. Was ist gerade auch nicht mehr so genau, wann die letzte Folge kam. Jedenfalls habe ich das Let's Play ja jetzt erstmal zu Ende erklärt. Ja, sag mal so, sage ich jetzt einfach mal. Also Assassin's Creed Syndicate ist jetzt vorbei, wie ihr alle wohl bemerkt haben solltet. Und das heißt, dass wir im Moment nur noch FIFA 16 haben. Und ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, da spielen wir ja nach Spielplan. Und wenn der Spielplan sagt, du hast nur samstags ein Spiel, dann kommt auch nur Samstag eine Folge und da bin ich im Moment überhaupt nicht mehr zufrieden, dass nur ein bis zwei Videos auf dem Kanal pro Woche kommen, das geht überhaupt nicht. Und von daher habt ihr es ja vielleicht schon in den letzten FIFA 16 Folgen gemerkt, dass ich da immer so kleine, ja, Intros vorgeschnitten habe, also jetzt nicht so Dubstep-Intros, wie ihr sie vielleicht kennt oder so Intros, wo Snoke LP kommt, sondern einfach so, ja, so eine Vorschau auf das Spannende, was in dem Spiel vielleicht passieren könnte. Und damit will ich die FIFA 16 Folgen auch wieder aufwerten. Vielleicht habt ihr die Folge von Mittwoch ja gesehen gegen Manchester United. Da habe ich mir total viel Mühe gegeben und da wirklich so einen kleinen Trailer zusammengeschnippelt. Also würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall die Folge mal anguckt, denn da habe ich wirklich mir ziemlich viel Mühe mitgegeben. Ansonsten, wie gesagt, will ich, um ja die Content-arme Zeit auf diesem Kanal so ein bisschen zu überbrücken, jetzt auf jeden Fall immer so kleine Intros vor die FIFA-Folgen schneiden. Ja. Ich will unbedingt heute einen One-Taker machen, weil ich nicht so viel Zeit habe zu schneiden. Und deswegen entschuldigt, wenn ich mal kurz so sitze und ja, okay, dann überlege ich gerade, was ich als nächstes sagen kann oder wie ich auf das nächste Thema überladen kann. Ja, Assassin's Creed ist vorbei, habe ich gesagt. FIFA 16, die aktuelle Situation mit den Intros, habe ich auch gesagt. Gut, dann können wir ja eigentlich schon zu neuen Projekten kommen. Denn ich glaube, ich habe es auch schon in der letzten Assassin's Creed-Folge angekündigt, dass bald ein Projekt zurückkommen wird, was wir auch schon mal irgendwann gespielt haben. Und das wird auch so sein, nur damals habe ich halt gedacht, dass das dann direkt die Woche danach startet. Aber da will ich mir doch lieber mit Zeit lassen, weil das einfach, ja, wie soll ich erklären, da will ich mir mit Zeit lassen, weil das halt richtig gut werden soll. Und jetzt haben wir ja nächstes Wochenende, also das Wochenende, was kommt, ist ja Karneval, da haben wir wieder Montag und Dienstag schulfrei und da will ich das lange Wochenende zum Aufnehmen nutzen, da werde ich auch einiges umbauen und dann werde ich halt dieses berüchtigte Projekt, was wir schon mal gespielt haben, aufnehmen und dann wird dieses Projekt wahrscheinlich ab dem 12. Februar auch weitergehen. Der 12. Februar ist ein Freitag und am 12. Februar 2014 war ja schon mal sowas, da kam ein Projekt und ja, sowas ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche, wird dann auch am 12. Februar 2016 kommen. Seid also gespannt, bis dahin halt nur FIFA 16 und dann ab Mitte Februar geht es dann wieder richtig los. Nämlich nicht nur mit diesem neuen alten Projekt, sondern auch wahrscheinlich, ich bin noch am Überlegen, wie ich das umsetzen will, aber wahrscheinlich auch mit dem American Truck Simulator, der ja eigentlich schon 2014 kommen sollte, den ich schon 2014 auf meiner Spieleliste habe. Der kommt jetzt endlich am Mittwoch raus, also am 3.2. Und den will ich dann auch so ab Mitte Februar mit euch spielen. Ich bin da nur noch am Überlegen, wie, weil ich fände es nicht interessant, mir dabei zuzusehen, wie ich von, keine Ahnung, San Francisco nach Los Angeles fahre, weil wir das in The Crew auch schon mal gemacht haben, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnte unter Umständen ziemlich langweilig werden.
weswegen ich da noch am Überlegen bin, wie ich das am besten umsetze, dieses Projekt. Ob ich das vielleicht als Livestream ab und an mal spiele, so jede zweite Woche, ihr mir dabei zugucken könnt und ich das Ganze dann einfach später als langes Video auf YouTube hochlade oder wirklich so kleine Parts mache, wobei ich das mit dem Livestream doch schon wieder besser finde. Also wird es wahrscheinlich so ab Mitte Februar ab und an mal American Truck Simulator Livestreams geben. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, ob was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet oder ob ich es lieber lassen soll. Ja, haben wir sonst noch was? American Truck Simulator habe ich damit auch abgearbeitet. Der kommt dann am 3.2. wahrscheinlich dann als Livestream Mitte Februar. So, sonst noch irgendwas? Genau, dann kündige ich jetzt auch direkt mal das nächste Großprojekt an, denn, wann war das? Ich meine, der 23. Februar, da kommt Far Cry Primal endlich auf den Markt. Und das wird dann so der richtige Nachfolger von Assassin's Creed Syndicate sein. Also da werden dann wieder täglich Folgen von Far Cry Primal kommen. Ich freue mich auch schon richtig auf das Spiel und ab dem 23. Februar dann halt richtiger geht's hier auf diesem Kanal wieder richtig los. Wobei eigentlich ab dem 12. Februar, aber dann ab Ende Februar mit dem Großprojekt Far Cry Primal. So, habe ich sonst noch was? Also entschuldigt bitte, wenn im Moment ziemlich wenige Videos auf dem Kanal kommen. Wie gesagt, ich versuche das ein bisschen zu überbrücken, damit dass die Videos qualitativ hochwertiger werden. Also hochwertiger, ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten sehen wir uns dann ja, in den nächsten Let's Plays wieder. Werden wahrscheinlich erstmal wieder ein paar FIFA 16 Folgen sein, bis dann am 12. Februar ein neues altes Projekt weitergeht und dann irgendwann auch der American Truck Simulator und dann ab dem 23. Februar dann Far Cry Primal. Ja, das war's. Das wird in den nächsten Wochen, Monaten so auf euch zukommen auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bitte entschuldigt nochmals, dass im Moment so wenig Videos kommen. Es liegt einfach daran, dass, ja, dass die Videos erstens gut werden sollen, die kommen. Stichwort neues altes Projekt. Und dass im Moment einfach nicht so die Spiele auf dem Markt sind, die mich interessieren. Was sich ab dem 23. Februar aber ändern wird. Und ja, jetzt hatte ich schon halb die Abmoderation, von daher mache ich sie jetzt ganz. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Let's Plays von mir. Danke fürs Zuschauen. Ah ja, und dann mache ich doch jetzt direkt mal, wenn ich hier schon in dem Set von meinen Vlogs sitze, mache ich doch direkt mal Werbung für meine Vlogs. Wenn du weitere Lava-Videos von mir sehen willst, dann klick doch einfach mal hier auf die, hier auf die Infokarte. Da kommst du dann zu meinem Vlog-Channel, wo ich dann hier auch sitze und über irgendwelche Themen laber. Gestern oder heute kam ein Video. Zum Beispiel kannst du dir angucken, ansonsten laber ich ja wieder nur Mist. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns demnächst wieder. Danke fürs Zuschauen beim heutigen Video und bis dann mal. Tschüss.